Hallo, ich bin Richard vom Subvorstand. Herzlich willkommen bei der Minna Akademie, die erste Sendung auf SubTV. SubTV ist ein neues Projekt, um die Kreativität im Sub zu fördern und das kulturelle Angebot einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. In den nächsten Wochen gibt es ein spannendes Programm auf tv.subonline.org. Und jetzt wünsche ich viel Spaß bei der Sendung. Vor der Sendung habe ich einen wichtigen Hinweis für alle Mitglieder vom SUB. Corona-bedingt findet die Vorstandswahl dieses Jahr vor der Mitgliederversammlung statt. Die Wahl findet online statt am 10. April. Es ist sehr wichtig, dass alle Mitglieder teilnehmen. Alle Infos dazu und zu den Kandidaten findest du online auf mv.subonline.org. Ja, hallo, schönen guten Abend und willkommen zur Männerakademie, der sechsten Männerakademie in dieser Staffel. Ich begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ein spannendes Thema mit uns verfolgt. Heute reden wir über das Thema Chemsex, genauer gesagt über Lust und Rausch, also über die Kombination von Sex und Substanzen, die den Sex unterstützen, wie Sie ihn unterstützen, das werden wir genauer hören. Aber bevor wir uns in das Thema stürzen, vielleicht noch etwas, auf was Sie uns auch sehr freuen, nämlich eine kleine Werbung für etwas, was jetzt am Freitag starten wird. Wir hatten in den letzten Männerakademien ja schon euch davon berichtet und euch schon einen Spot gezeigt. Jetzt kommenden Freitag geht es nun wirklich los mit den Homos von nebenan. Ja, wir freuen uns auf die Homos von nebenan und natürlich freuen wir uns auf das Letzte. Wir freuen uns, wenn unsere Kolleginnen endlich ein wunderschönes, großes Zentrum haben. Wir warten ja schon, es ist die schönste Stelle in der Müllerstraße und ich finde, sie haben sich's verdient. Und wir freuen uns schon auf die Eröffnung, die wir gemeinsam mit Ihnen dann feiern können. Aber jetzt zurück zu unserer Männerakademie. Das Thema sexualisierter Substanzkonsum. Das Stichwort ist Chemsex und der Titel ist Lust und Rausch. Hermann Hesse hat ja schon das wunderbare Wort geprägt, was wäre die Vernunft ohne das Wissen vom Rausch? Und gerade Sexualität ist ja eine Situation, die wie vielleicht keine andere prädestiniert ist, vielleicht mit Drogen eine Stimmung zu vertiefen, zu verlängern, was auch immer. Es gibt garantiert sehr viele spannende Interaktionen und Dynamiken in der Kombination Sexualität und Drogen, in der Kombination von Lust und Rausch. Und wer wäre besser, uns darüber zu erzählen, als mein Kollege Jan Geiger. Er leitet die Chemsex-Fachstelle, die Beratungsstelle für Chemsex, für sexualisierten Substanzgebrauch, hier bei uns im SUB. Und wir freuen uns, dass er uns das Thema und alles, was drum und dran gehört, näher beibringt. Jan, vielen Dank, dass du da bist und ich übergebe an dich. Danke. Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einleitung. Ob ich jetzt an Hermann Hesse rankomme, weiß ich nicht. Ich versuche es mal. Genau, Lust und Rausch, das Phänomen Chemsex, so haben wir das genannt. Oh, Lust und Rausch, das ist, hat immer die Kombination, aber was Besseres ist mir dann ehrlich gesagt auch nicht eingefallen. Ich mache erstmal einen kurzen Überblick, was ich überhaupt tatsächlich vorhabe heute Abend, dass es hoffentlich nicht zu lang wird. Zuerst, was ist das überhaupt? Was ist Chemsex? Also kann man das definieren? Dann vielleicht ein bisschen was zur Datenlage. Welche Studien gibt es? Da habe ich jetzt nicht zu viel rausgesucht, aber so, dass man dann doch ein bisschen Einblick bekommt. Dann kurz was zu den Konsumfolgen, zu Vor- und Nachteilen von Konsum und
Dann würde ich tatsächlich in das Thema Chemsex nochmal tiefer einsteigen wollen. Zum Thema Syndemie. Pandemie weiß jeder, was das ist, aber wir sind schon einen Schritt weiter. Syndemie. Also, welche Gründe gibt es? Was sind Erklärungen für Chemsex? Warum wird das jetzt ein Thema? Was sind die Bedingungen? Welche Entwicklungen haben dazu geführt? Welche Zusammenhänge gibt es? Erklärungsmodelle habe ich da dabei auch. Bin ganz gespannt, was ihr davon mitnehmt. Das ist ein wildes Potpourri. Danach eine kurze Stay-Home-Message und noch was zu Unterstützungsangeboten, die es eben rund um Chemsex gibt. Mein Kollege hat mir gesagt, ich soll langsamer sprechen. Ich versuch's mal. Es fällt mir schwer. So, ich freue mich über Fragen im Stream. Christopher wird mir die weitergeben, wenn welche kommen. Genau. Ansonsten können wir die natürlich auch später noch aufgreifen, wenn sie jetzt nicht unbedingt reinpassen. Wir fangen an mit Definitionen. Was ist Chemsex? So, die erste Enttäuschung direkt am Anfang. Es gibt keine allgemeingültige Definition, was Chemsex ist. Also man kann nicht im ICD-10 oder so nachschauen, Chemsex ist ... Aber David Stewart von der 56 Dean Street in London hat das Wort Chemsex erfunden. Und aus einem bestimmten Grund, er war selber User und ist ein Aktivist und Berater zu dem Thema geworden. Und zwar heißt Chemsex für ihn die Nutzung bestimmter Substanzen vor oder während geplanter sexueller Aktivitäten, um diese zu verlängern, zu verbessern, zu enthemmen oder zu erleichtern. Ich habe das mal übersetzt. Diese Substanzen sind in die hier unten aufgeführten, also Crystal Meth, was Methamphetamin ist, dann Ketamin, G, GHB, GBL und dann noch synthetische Katinone. Diese Substanzen haben alle eins gemeinsam, sie wirken alle ein bisschen unterschiedlich, da kommen wir noch drauf, ein bisschen genauer, dass sie eben eine enthemmende Wirkung haben, dass sie es erleichtern, in Kontakt zu kommen, dass sie sexuelle Aktivität subjektiv auf jeden Fall schon mal besser machen und natürlich es einem wesentlich erleichtern, längere Zeit sexuell aktiv zu sein, bis auch dahin, dass man dann vielleicht gar nicht zum Abschluss kommen kann, also zum Orgasmus, was dann wieder eher auf der Kontraseite ist für manche. Was noch wichtig ist, glaube ich, ist, dass das eben in einem bestimmten Setting stattfindet. Und das ist der kulturelle, historische Hintergrund, und zwar das ist schwule Kultur, schwule Sexkultur. Genau, das ist, glaube ich, wichtig, um das Phänomen zu verstehen. Da werden wir dann eben auch noch tiefer einsteigen. Ich glaube, es ist noch wichtig, die Substanzen haben wir schon so ein bisschen besprochen. Es sind eben diese Substanzen, die genommen werden. Die werden auf verschiedene Arten genommen. Intravenös, also in die Vene gespritzt mit einer Spritze, was im Slang dann Slammen genannt wird. Das kann aber auch eben bei G zum Beispiel, GHB, GBL, das wird einfach getrunken. Man kann aber auch rauchen oder natürlich sich das durch die Nase ziehen. Das hat dann alles seine Vor- und Nachteile. Intravenöser Konsum ist tendenziell der gefährlichste natürlich und auch der am leichtesten abhängig machende. Was Chemsex auch ausmacht, ist eben der Fokus auf Sex. Das hatten wir hier schon in der anderen Folie. Ne? Vor oder während geplanter sexueller Aktivitäten, also jetzt nicht irgendwie einfach um eine Party zu feiern, sondern es geht dann halt vor allem um Sexpartys und auch wirklich mit dem Fokus auf den Sex, um das zu verbessern, zu verschönern, intensiver zu machen. Und das findet meistens eben auf privaten Sexpartys statt. Das ist, denke ich, auch noch wichtig, dass es jetzt weniger weniger in der Sauna oder auf dem Straßenfest oder weiß ich nicht, oder auf der Klappe, die Partys da wohl noch gibt, sondern eben das wird einfach über die Online-Tools, die es gibt, organisiert, also Grindr, Gay Romeo etc. Und das alles eingebettet eben in den kulturellen Kontext von schwuler Community, was auch immer das heißen mag, das werden wir nachher noch ein bisschen ergründen. Also da kann man sich jetzt
hoffentlich ein bisschen was darunter vorstellen. Diese Partys, dadurch, dass die Leute die Substanzen nehmen, sehr lang wach sind, sehr viel wach sind, sehr viel Energie haben. Die Substanzen wirken tendenziell auch leistungssteigernd und machen sehr, sehr wach. Essen wollen sie nicht, trinken will man auch nicht unbedingt. Und dann können diese Partys eben auch über mehrere Tage dauern und können sehr viele Partner beinhalten. Das ist jetzt nicht bei allen gleich. Nicht alle nehmen die gleichen Substanzen, nicht alle haben den gleichen Sex, nicht alle treffen sich mit wahnsinnig vielen Männern. Aber es hat diese Tendenz, dass da mehr Leute meistens beteiligt sind als nur zwei. Genau, das erstmal sozusagen, um so einen kleinen Einblick zu geben. Jetzt kurz zu den Daten. Da steht Lifetime 15%, also dass jemand mal im sexuellen Kontext eine dieser Substanzen nimmt, ist sozusagen über die gesamte Lebenszeit gesehen ungefähr bei 15%, sagt die EMIS-Studie von 2017. Genau, die hat schwule und bisexuelle Männer befragt, aber auch Transmänner und Transfrauen, glaube ich, waren auch dabei. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. In den letzten 4 Wochen nach dieser Studie 4-5% haben eben Chemsex-Substanzen genommen. Also diese 4, die wir vorhin kurz angerissen haben. Das ist aber nicht irgendwie gleichmäßig verteilt über ganz Deutschland. Das ist in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich und in verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich. In Deutschland fokussiert sich das eben auf die Großstädte, also Frankfurt, Köln, Berlin, Hamburg und München. Und auch da, wenn man mit Kollegen redet, dann ist da auch eine Unterscheidung in dem, was konsumiert wird. Zum Beispiel wird in München wesentlich mehr Crystal konsumiert, in Köln ist es dann mehr GHB, GBL. Das kann mit allen möglichen Sachen zu tun haben. Wir sind hier nah an der Grenze nach Tschechien, vielleicht ist das ein Grund für den Crystal Fokus. Wir wissen es ehrlich gesagt nicht. International sind Amsterdam, London und Barcelona da zum Beispiel sehr weit vorne. Da ist die Zahl derer, die das machen, auch wesentlich höher. Also der Wohnort ist sozusagen der wichtigste Faktor dafür, ob das jemand tatsächlich macht. Ich finde das immer noch ganz wichtig, dass es jetzt da ein bisschen reingerutscht, weil es mit Daten nichts zu tun hat. Aber nicht jeder, der Chemsex macht, hat ein Problem. Finde ich immer ganz wichtig, dass man eben das nicht grundsätzlich verteufelt oder nicht gleich, wenn jemand das dann sagt, dass er das mal probiert hat, dass einem dann die Augen rausfallen, sondern das ist nichts grundsätzlich Schlechtes und nicht jeder, der das mal ausprobiert, hat irgendwie ein Problem oder ist süchtig oder abhängig oder ist total verrückt. Genau. Das Ding betrifft allerdings dann trotzdem vor allem schwule Cis-Männer, also Cis im Sinne von nicht trans. Das heißt, ich identifiziere mich mit dem Geschlecht, das mir bei der Geburt zugewiesen würde, im Gegensatz zu trans, dass ich eben mich nicht mit meinem Geburtsgeschlecht identifiziere oder das mit mir zugewiesen wurde. Was ich noch interessant fand, und das ist natürlich aus den USA, deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein, in den USA ist Crystal Meth-Konsum der wichtigste unabhängige Faktor für eine HIV-Infektion bei Männern, die Sex mit Männern haben. Zeigt so ein bisschen, dass da vielleicht eine Schräglage drin ist, oder auch zeigt das natürlich, wie intensiv Crystal wirkt und wie schwer es ist, da auch vielleicht an sich zu halten. Auch aus der EMIS-Studie hat sich gezeigt, dass viele Chemsex-User HIV-positiv sind oder PrEP nutzen. Das ist jetzt ein bisschen die Frage, was da Henne oder Ei ist. Das wissen wir im Endeffekt nicht. Also nehmen die Leute PrEP, weil sie Chemsex machen, oder machen sie Chemsex, weil sie die PrEP nehmen? Könnte man vielleicht für beides Argumente finden, genauso bei HIV-Positiven. Beim nächsten geht es um trans-, nicht-binäre und gender-non-conforming Menschen und Chemsex. Ganz allgemein kann man sagen, bei allen LGBTIQ ist der Gebrauch von psychoaktiven Substanzen, also auch Alkohol, wesentlich höher als in der Allgemeinbevölkerung. Das geht sozusagen durch die Bank, egal ob lesbisch, schwul, bi, trans, inter, queer, nicht-binär.
Aber die Frage ist ja, sind trans- oder nicht-binäre oder gender-nonconforming Menschen vielleicht noch schwerer betroffen? Im Endeffekt wissen wir es nicht. Es gibt eine interessante Studie aus der Ukraine, die nur trans-, inter- und queer befragt hat, die sagt, viele davon haben Chemsex und haben ein hohes HIV- und STI-Risiko. Die mentale Gesundheit ist da in großer Gefahr, weil viel Substanzgebrauch insgesamt. Aber die Situation in der Ukraine ist, glaube ich, eine sehr, sehr andere als in Deutschland, auch von trans, inter, queer. Ich weiß nicht, ob man das, ich würde es nicht eins zu eins auf die Situation hier übertragen wollen. Und eine Studie aus Australien erkennt einen insgesamt höheren, hohen Konsum von Partydrogen bei Trans, also 12,8% der transmännlichen Frau zu Mann transsexuellen oder transgender haben neben der Partydrogen und eben 6,6% der transweiblichen Befragten. Auch da sind natürlich aber zum Beispiel die Cis-Männer, die sich als schwul definieren, wesentlich höhere Zahlen noch. Aber ich fand es trotzdem mal interessant, das rauszukramen. Auch da weiß man dann nicht, was ist mit Partydrogen gemeint. Da wurde, glaube ich, dann noch mehr eingeschlossen. Im Endeffekt sagt uns das vor allen Dingen, dass wir da viel zu wenig wissen und dass da auch noch einiges an Forschung nötig ist. Es gibt zum Beispiel diese EMIS-Studie, die ich vorhin mal da hatte oder eine Sache daraus gezeigt hat, da wurde zum Beispiel Substanzgebrauch nicht nach Geschlechtsidentität aufgeschlüsselt, deswegen kann ich nichts zu Trans- und Substanzgebrauch da sagen. Trotzdem denke ich, dass es wichtig ist, weil das natürlich eine ähnliche oder eine Schnittmenge gibt bei den Communities und auch viele Transweibliche zum Beispiel in der schwulen Szene sozialisiert sind und da vielleicht auch ähnlich sich verhalten. Genau, also da bin ich gespannt, was die Forschung da noch bringt. Das nächste, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Warum machen Leute das überhaupt, Chemsex? Also sich einfach mit ein paar Leuten treffen, Techno auflegen und sich Crystal Meth in die Venen jagen, kann man schon machen, aber warum? Genau, darum geht es in dieser Folie. Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Fangen wir mal bei den Vorteilen an. Das haben wir schon ein bisschen angedeutet. Es enthemmt, also sexuell gesehen. Und man traut sich mehr. Das Selbstvertrauen steigt natürlich auch. Ich mache vielleicht Dinge, die ich mir vorher nicht getraut hätte und traue mich, einen Fetisch auszuleben, eine Praktik auszuprobieren, die ich vielleicht sonst nicht könnte, die vielleicht auch, für die mein Schmerzempfinden vielleicht auch zu hoch ist. Das ist hier, glaube ich, gar nicht drauf, dass es eben auch den Schmerzreiz senkt oder die Schwelle nach oben setzt. Also ich kann mehr Schmerz ertragen, weil ich ihn nicht so sehr spüre. Das Selbstvertrauen steigt. Ich traue mich auch, mit jemandem Sex zu haben oder ihn anzusprechen oder habe vielleicht auch nicht die Selbstzweifel, die ich sonst hätte in Bezug auf meinen Sex, meinen Körper. Die Experimentierfreude steigt eben, ich traue mich, was auszuprobieren. Die Geilheit, auf gut Deutsch, ist sofort da und die ist enorm. Das, was an Ambivalenz normalerweise da ist, ist auch ziemlich weggeblasen. Was ich interessant fand, was viele berichten, ist so eine sofortige Intimität und ein Verschmelzen, das viele Leute spüren, wenn sie dann Sex haben, wenn sie die Substanzen genommen haben. Das ist natürlich unterschiedlich, je nach Substanz, je nach dem, was die Leute auch für Sex haben. Aber das ist so was, von dem die Leute berichten, dass es sehr intensiv ist. Und also so ungefähr, deswegen fällt es ihnen auch oft schwer, dann aufzuhören, weil sie natürlich sagen, ich sitze hier mit dem Zeug im Ferrari und dann soll ich wieder mit dem Dreirad fahren, so ungefähr. Das ist so der Vergleich. In der Größenordnung muss man sich das ungefähr so vorstellen anscheinend. Natürlich kann ich mich mit Chemsex oder mit Substanzen überhaupt wahnsinnig gut ablenken von Problemen, von Sachen, die unschön sind, Corona oder Arbeit oder Stress allgemein. Ich kann Grenzen überschreiten im positiven Sinne, dass ich über meine Grenzen hinweggehen kann, körperlich, sexuell, psychisch, das kann ein Vorteil sein. Es steht natürlich auch auf der anderen Seite, weil das natürlich auch ein totaler Nachteil sein kann,
weil ich natürlich auch über die Grenzen anderer hinweggehen kann, ohne sie zu bemerken oder sie sind mir plötzlich egal, was dann auch zum Beispiel zu Vergewaltigungen führen kann. Was auch noch Leute berichten, was toll ist für sie, ist eine Gemeinschaft, die sie darin finden. Es hat ihre eigenen Codes, sie haben ihre eigene etwas tabuisierte und spannende Community, wo nicht jeder Zugang hat und die nicht jeder versteht. Das ist auch was, was für viele interessant ist. Gewichtsreduktion ist für manche auch noch ein Thema, dass sie eben, wenn man vor allem Crystal Meth nimmt, hat man nicht so viel Hunger. Kann für manche auch nett sein. Nachteile natürlich, der Besitz und das Verabreichen davon ist erstmal illegal. Man kann dafür ins Gefängnis wandern. Man hat körperliche Folgeschäden. Nichts davon ist in irgendeiner Art und Weise gesund, also körperlich. Der Entzug, Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Probleme, HIV und STIs, die ich dann mir durchs Spritzen zum Beispiel oder beim Sex auch holen kann, wenn ich nicht aufpasse. Und beim Chemsex dann noch auf ein Kondom zu achten, das machen die wenigsten oder eigentlich niemand, habe ich noch nie gehört. Es kann gerade bei Crystal zum Beispiel auch zu Nervenschäden führen, aber auch einfach zum Tod durch Atemstillstand, durch Herz-Kreislauf, einfach Überbelastung und dann Zusammenbruch. Da sind schon einige dran gestorben, leider auch. Die psychischen Folgen sind ganz klar, Sucht und Abhängigkeit ist ein Riesenthema. Je potenter die Substanz, desto eher werde ich abhängig. Angststörungen, Paranoia, Depressionen, Psychosen, diese ganzen Sachen können natürlich alle passieren und sind auch einfach nicht lustig. Und da landen auch schon hin und wieder mal welche in der Psychiatrie, weil sie eben Verfolgungswahn haben, denken, die Polizei ist hinter ihnen her, dann werden Kabel aus der Wohnung rausgerissen, aus der Wand oder so. Also das klingt erstmal lustig, hihi, weiße Mäuse, aber es kann eben auch sehr, sehr, sehr beängstigend werden, wenn die Leute dann aus dem Fenster klettern, weil sie denken, sie werden verfolgt oder ihrem eigenen Partner nicht mehr vertrauen oder so. Die Grenzüberschreitung, das habe ich schon gesagt, der veränderte Sex kann natürlich auch ein Nachteil sein, weil den Leuten dann einfach der normale Sex nicht mehr schmeckt. Also Dreirad Ferrari. Ne? Erstens hat man sehr viel gemacht und sehr viel ausprobiert. Die Frage ist, sind das die Substanzen, die mich dazu gebracht hat, oder will ich das selber? Das verschwimmt. Eben, wie kann ich 20 Minuten Sex noch wertschätzen und was kann ich darin für mich finden, ist für viele eine große Frage. Und natürlich finanzielle, soziale Probleme, die dann meistens mit Sucht und Abhängigkeit einhergehen, aber nicht müssen, also Drogen kosten Geld. Und viele, die mehr konsumieren, ziehen sich eben auch von Freunden zurück, von Familie zurück. Und das macht natürlich auch Probleme, weil man natürlich dann auch leicht abrutscht. Genau. So, das als nächstes habe ich eine kleine These vorbereitet. Und zwar ist die Grundannahme, meine Grundannahme ist, alle Menschen haben Bedürfnisse nach Nähe, Gemeinschaft, Intimität, Verbindung und Beziehung. Das sind menschliche Grundbedürfnisse, die würde ich jetzt erstmal nicht großartig verhandeln. Die Frage ist, wie wir das finden. Und ich würde sagen, wir nehmen oft das, was wir kennen und können, um unsere Welt zu gestalten und Probleme zu lösen. Und in der schwulen Subkultur liegt oft ein großer Fokus eben auf Sex, auf Drogen und auf Partys. Das ist, glaube ich, historisch gewachsen. Und da wir diese Dinge kennen und können und wissen, wie man damit umgeht, ganz generalisiert gesprochen natürlich, nutzen wir genau diese Dinge, um unsere Bedürfnisse zu stillen. Also wir nutzen Sex, wir nutzen Drogen und wir nutzen Partys, um mit anderen in Kontakt zu kommen, um Nähe zu bekommen, um in einer Gemeinschaft zu sein, um Intimität zu erfahren, um uns mit anderen zu verbinden, um eine Beziehung einzugehen. Das kann man natürlich auch mit Sex zum Beispiel. Sex ist eine wahnsinnig tolle Art, um Nähe zu erfahren oder Intimität. Drogen können da helfen und Partys sind natürlich auch wunderschön für eine Gemeinschaft und eine Verbindung. Dass sie nicht das Einzige vielleicht sein sollten, das ist vielleicht eine Lehre oder so. Aber es ist natürlich was aus der schwulen Community heraus entstanden ist, glaube ich.
aus historischen Gründen, weil ganz lang eben schwules Leben vor allem im Nachtleben stattfinden konnte, in Bars, auf Partys, und das hat uns geprägt. Also man muss sich nur CSDs anschauen oder eine Love Parade, die es nicht mehr gibt, aber Raves und Hausmusik und so, es ist alles sehr mit der schwulen Community verflochten, und der berühmteste Club der Welt ist das Berghain, und das steht sozusagen prototypisch für Sex, Drogen und Partys, und das Ding steht nicht ohne Grund in Berlin. Genau. Jetzt, das ist sozusagen die These, mit der ich abheben will auf das nächste Thema, nämlich warum Chemsex die Syndemie, das Verhalten, die Erklärungen, die Bedingungen, die Entwicklungen, die dazu geführt haben, die Zusammenhänge vielleicht. Und jetzt kommt eine Folie, da nicht erschrecken, weil ich jetzt einfach mal alles draufgeworfen habe, was meiner Meinung nach diese Syndemie ausmacht. Syndemie beschreibt ja, ist ein Wort, dass sozusagen Gesundheitsbelastungen aufgrund von verschiedenen Faktoren, die einer Community begegnen, irgendwie, die es schwerer machten, sozusagen eine Gesundheitslast, so wie Diskriminierung und gleichzeitig Substanzgebrauch zum Beispiel. Das wäre jetzt bei, könnte man zum Beispiel bei der schwulen Community vielleicht so sehen. Und deswegen habe ich jetzt hier einfach mal alles zusammengehauen, was, glaube ich, diese Syndemie ausmacht. Wir werden es dann einmal wirklich im Kleinen anschauen, eins nach dem anderen. Also bestimmte Substanzen, Veränderungen in der Szene, Diskriminierung innerhalb der Szene, Diskriminierung und Trauma, wie es uns zum Beispiel bei der AIDS-Krise begegnet, aber auch die Leistungsgesellschaft. Was macht schwule Kultur? Was machen Dating-Apps, Einsamkeit und Minderheitenstatus zum Beispiel mit uns? Zuallererst nochmal zurück zu den Substanzen. Wir fangen sozusagen klein an, bestimmte Substanzen und Sucht und Abhängigkeit als ein Teil dieser Syndemie. So, ich habe hier auch mal Drogen hingeschrieben, weil das geläufigere Wort, ich würde eigentlich lieber Substanzen verwenden, weil es einfach weniger stigmatisierend ist. Wir haben Crystal, Crystal Meth, Methamphetamin, Tina, T, Pervitin, 1000 Namen dafür. Tina und T sind sozusagen das, was in der Chemsex-Szene jetzt beliebt ist. Das ist eben ein, so ziemlich das stärkste Stimulanz, die es so gibt, würde ich sagen, und wirkt dementsprechend aufputschend. Ich habe gleich noch eine Folie, da wird das so ein bisschen aufgeschlüsselt, in welche Richtung die jeweilige Substanz wirkt. Ketamin, Special K, K oder Keta, ist dann eher das, was eher ein Beruhigungsmittel tatsächlich ist, aber eben auch dissoziativ wirkt und so ein bisschen bewusstseinserweiternd. G dagegen, Gamma-Hydroxybutyrat, das ist GHB, und Gamma-Butyro-1,4-Lacton, einfach gleich wieder vergessen. GBL, das ist dann das Flüssige, was es als Reinigungsmittel dann zu kaufen gibt, und dann wird das vom Körper verstoffwechselt und zu dem GHB, das tatsächlich auch nicht erlaubt ist. Das wird getrunken, das ist ganz beliebt, in München komischerweise gar nicht so sehr wie jetzt in anderen Städten, da ist das eher immer so mit dabei, aber die meisten Leute nehmen dann tatsächlich Crystal, die ich so sehe. Natürlich habe ich keine repräsentativen Daten dazu, muss ich immer dazu sagen. Das wirkt eher emotional öffnend, entaktogen sagt man da, das steht dann unten bei Wirkung und Funktion, ne? Und das machen sie aber alle tendenziell, weil das ja der große Vorteil dieser Substanzen ist, dass ich mich öffnen kann, dass ich mich zeigen kann, dass ich auf jemanden zugehen kann, dass ich mich geil fühle, aber auch, dass ich mich begehrt fühle vom anderen, dass ich das auch einfach so gut nehmen kann. Und dann sind da noch synthetische Katinone. Mephedron ist 4-MMC, dann gibt es noch 3-MMC, gibt es Meth, dann gibt es noch Alpha-PVP, dann gibt es noch zig andere Substanzen, die auch alle synthetische Katinone sein könnten oder sind. Das sind sogenannte neue psychoaktive Substanzen. Gibt es ein eigenes Gesetz mittlerweile dazu, in dem ganze Stoffgruppen immer verboten werden. Das ist das, was dann auch als Badesalze und so weiter verkauft wurde, was vor ein paar Jahren sehr in war. Was sehr beliebt ist, ist eben dieses 3-MMC oder 4-MMC. Weil es eben auch eine ähnliche Wirkung hat wie andere Stimulantien und da sehr aufputschend wirkt.
Was da krass ist, ist, dass man eben noch wenig weiß über tatsächlich Langzeitfolgen vom Konsum, dass das Craving anscheinend sehr hart ist. Also wenn ich wieder runterkomme, mein Verlangen danach wieder nachzulegen, wird sehr groß. Und genau, und es gibt eben auch, wie bei Crystal, die Gefahr von Nervenschäden. Bei G muss man vielleicht immer noch dazu sagen, dass wenn man da zu viel erwischt oder das mit Alkohol mischt, dass das auch einfach bei sehr geringen Mengen dann überdosiert sein kann, also im Milliliterbereich wirklich, und dann aber auch eben zum Atemstillstand und zum Tod führen kann. Und da sind leider auch schon einige gestorben. Also sieht immer nett aus, weil das nur mit so einer Pipette, was in seinen O-Saft tropft, so ungefähr. Aber unterschätzen sollte man es eben nicht, weil es halt auch ganz schön schief gehen kann. Was interessant ist, ist, dass diese anderen Substanzen, die jetzt da stehen, abgesehen vom G, oft auch gespritzt werden. Das ist sozusagen was Neues, was in der Chemsex-Szene jetzt so vorkommt, was vorher im schwulen Leben jetzt nicht so eine Rolle gespielt hat. Weil intravenöser Konsum einfach bei den Party-People, die sich eine Ecstasy reingeschmissen haben und getanzt haben oder eine Line Speed aufgelegt haben, da war das nicht verbreitet und war auch eher verpönt. Ist es jetzt wahrscheinlich auch immer, also es ist jetzt immer noch nichts, was viele Leute tun, ne? Sondern es ist eine eingeschworene Gemeinschaft und eine Community, so die eine Sub-Community innerhalb der schwulen Community vielleicht. Genau. Alle diese Substanzen haben es so ein bisschen gemeinsam, dass sie eben entaktogen wirken. Das ist dieses emotional Öffnende. Enthemmend, luststeigernd, leistungssteigernd. Die sind tendenziell günstig, leicht online verfügbar und haben tendenziell alle ein hohes Sucht- und Abhängigkeitspotenzial. Das sollte man immer noch mal dazu sagen. So. Hier ist dieser Chart, was viele Leute, also man sieht hier ganz schön, ich kann mal diesen Laserpointer anmachen. Hier haben wir das Methamphetamin ganz oben bei den Stimulantien, wirkt also sehr aufputschend. Das GHB, GBL ist hier entaktogen, also emotional öffnend. Ketamin ist dann eher, ne, so ein Betäubungsmittel, da dämmert man dann eher so ein bisschen weg. Heroin, das klassische, ist dann hier. Das geht dann so in die Richtung, und das 3-MMC, die synthetischen Katinone, die würde man irgendwo hier so einsortieren, wahrscheinlich unterm Kokain würde ich es jetzt einfach mal reinpacken. Was natürlich man nicht vergessen darf, ist, die meisten nehmen mehrere Substanzen und es gibt Wechselwirkungen auch zum Beispiel mit HIV-Medikamenten, da muss man aufpassen, und dann werden Benzos geworfen, um runterzukommen, dann raucht man noch eine Tüte dazu, dann noch ein bisschen G dazu, dann trinkt man noch ein Glas Bier, also es wird ein großer Cocktail da, und dann noch Viagra, damit man auch den Ständer halten kann. Also es wird sehr, sehr viel genommen und oft auch sehr viel durcheinander, was natürlich zu enormen Wechselwirkungen führen kann und auch nicht, es ist sozusagen nicht nachvollziehbar, oder es ist nicht... die Wirkung kann überhaupt nicht mehr abgeschätzt werden, weil man natürlich so viele verschiedene gegensätzliche, zum Teil auch gegensätzliche Wirkmechanismen hat. Genau, je mehr, desto gefährlicher, desto belastender für Psyche und Körper natürlich. Genau. Auf was ich als nächstes eingehen will, ist schwule Kultur, Nachtleben, Promiskuität, Hedonismus, Sexpartys, habe ich jetzt mal als schwule Kultur beschrieben. Das gilt natürlich jetzt, ist ein bisschen plakativ, aber es gibt natürlich diese Tendenz, dass schwule Kultur im Nachtleben stattfindet, dass Promiskuität normaler ist als vielleicht im heterosexuellen Mainstream, dass Hedonismus, also so ein Party und das Leben genießen und vielleicht auch Drogen nehmen, auch normaler ist. Sexpartys sind normaler, viele Sexpartner haben, ist auch normaler. Also und da natürlich dann auch die Erweiterung von sexuellen Möglichkeiten und Experimentierfreude innerhalb der queeren Szene als Thema, die vielleicht auch, weil man ja sich irgendwas schaffen muss, was mit dem Mainstream nichts zu tun hat natürlich, und man mit dem vielleicht auch gar nichts zu tun haben will, weil man ja eben was Eigenes finden möchte, ne? Also Fetisch, Sex, Party, Drogen, und
ich finde es immer noch wichtig, dass diese ganzen Sachen, die ich jetzt natürlich so einzeln rauspicke, die sind, hängen natürlich miteinander zusammen und sind nicht als einzelne Blöcke irgendwie zu verstehen, sondern im Gesamten. Ich habe da einen interessanten Artikel gefunden, der heißt Drugs as Technologies of the Self. Das bezieht sich dann auf Foucault, wen das interessiert. Die sagen sozusagen, es gibt sozusagen ein Standard-Mindset von Drogen sind schlecht, zerstörerisch, verstärkt die Marginalisierung von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten, dass wir alle wegen des Traumas und Stigmas nutzen LGBTIQ-Substanzen und irgendwie, um damit klarzukommen. Also eher so einen ganz negativen Blick darauf und natürlich auch irgendwie ist das narzisstisch, man will sich ausleben, es geht nur um mich und deswegen eben was, womit sich die Justiz befassen sollte und irgendwelche Sozialarbeiter wahrscheinlich, die dann den Karren aus dem Dreck ziehen dürfen oder so. Und die Argumentation, die jetzt in dem Artikel von, man kann es da unten lesen, von diesen vier AutorInnen vorgeschlagen wird, ist eben eine andere Perspektive, dass diese psychoaktiven Substanzen nämlich eine produktive Rolle in der Ausübung queerer Identitäten spielen können. Also sie beziehen sich da eben auf alle LGBTIQ und nicht nur auf schwule Männer. Und dass sie einem helfen können, nicht hetero- oder cis-normative Geschlechterrollen und natürlich auch sexuelle Rollen zu entdecken. Also andere Praktiken auszuprobieren und eben auch vielleicht zum Beispiel, weiß ich nicht, da sind dann so Beispiele, sie haben so Interviews geführt in dem, für diesen Artikel, wie die Leute zum Beispiel ihre weibliche Seite plötzlich besser ausleben können, weil sie halt oder an sich entdecken und merken, was sie daran schätzen und das dann aber eben auch in die Nicht-Konsumzeit vielleicht wieder mitnehmen können, dass sie zum Beispiel ihre weibliche Seite zeigen können oder dass sie eine bestimmte Sexpraktik ausprobiert haben und die dann auch ohne Substanzen vielleicht machen können. Und das ist eben eine Möglichkeit, Handlungsmacht über Gefühle, Körper, Erfahrungen und Sex außerhalb der Norm zu bekommen, was, glaube ich, für queere Menschen sehr wichtig sein kann, weil man eben sich etwas abseits des Mainstreams schaffen möchte oder finden will oder finden muss, auch weil man eben nicht als zugehörig, weil man ausgestoßen wird. Das ist nur mal eine Möglichkeit sozusagen, das vielleicht anders zu betrachten oder die produktive Seite davon zu finden, weil psychoaktive Substanzen ja sozusagen was ist, was Menschen allgemein immer schon begleitet hat und natürlich damit auch queere Menschen. So. Jetzt haben wir ein bisschen auf die queere Szene und auf Nachtleben geguckt. Jetzt als nächstes Thema habe ich Diskriminierung und Trauma und AIDS und HIV, PrEP, Schutz durch Therapie. Das ist jetzt sehr viel auf einmal, alles auf einer Folie, es tut mir leid. Das ist jetzt alles nämlich hier. Die These ist ein bisschen, dass es gibt tatsächlich einfach eine gesellschaftliche Diskriminierung von LGBTI. Es gibt sozusagen eine Norm, das ist die heterosexuelle Norm, deswegen Heteronormativität, mit der man sich als Schwuler, als queerer Mensch irgendwie auseinandersetzen muss und eben auch Kriminalisierung. Und dieser ganze Druck, der auf einem lastet, der prägt einen und es ist sozusagen die Möglichkeit, dass es sozusagen dass das ein Grund ist, warum Menschen mehr Substanzen nehmen. Ich fand dieses Zitat hier, das habe ich übersetzt, das war eigentlich auf Englisch von Alexander Lien. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das ist. Ich finde dieses Twitter, das ist ein Tweet gewesen, finde ich nur sehr treffend. Und zwar steht da, ich lese es mal vor, weil es wahrscheinlich sehr klein ist. Queere Menschen wachsen nicht als sie selbst auf. Wir wachsen als Versionen unserer selbst auf, die Authentizität opfern, um Erniedrigung und Vorurteilen zu entgehen. Die große Aufgabe unseres Erwachsenenlebens ist es, herauszufinden, welche Teile davon wirklich wir selbst sind und welche Teile wir erschaffen haben, um uns selbst zu schützen. Und natürlich heißt das, man baut ein Stück weit Mauern auf oder man lebt sich nicht komplett aus. Oder das, zum Beispiel habe ich auch mal gehört, dass queere Kinder zum Beispiel oft sehr, sehr erwachsen wirken, aber vielleicht auch aus dem Grund, um sich zu schützen. Und weil sie eben auch eine Mauern aufbauen
und dass das so ein ständiges Thema ist. Wie sozusagen, wie wir rausfinden müssen, wie Schwulsein überhaupt funktioniert, weil wir eben wenig Rollenvorbilder bekommen, weil es zum Beispiel in vielen Ländern noch kriminalisiert wird, weil es Gewalt und Diskriminierung gibt. Genau. Da gibt es hier übrigens auch eine wunderbare Stelle, die bei Gewalt und Diskriminierung hilft im Sub. Genau. Das AIDS-Trauma ist, glaube ich, oder ja, das ist auch noch ein Thema, glaube ich, das für viele eine Rolle spielt. Schutz durch Therapie, also dass man unter Therapie nicht infektiös ist, gibt es erst seit 2008, wurde das sozusagen das erste Mal proklamiert. Die PrEP gibt es erst seit 2017-18. Einerseits kann man sagen, das AIDS-Trauma hat für viele schwule Männer Sexualität und Tod sehr eng miteinander verknüpft, was es natürlich nicht unbedingt leicht macht, Sexualität entspannt zu leben. Andererseits kann man jetzt durch Schutz durch Therapie und durch die PrEP vielleicht einfach HIV ausblenden oder dann wegschieben. Oder man hat jetzt sozusagen die Erlaubnis, eine enthemmtere Sexualität zu leben, ohne dass man gleich dafür getötet wird, sozusagen ohne dass gleich das Damoklesschwert über einem schwebt. Aber vielleicht brauchen manche Männer noch Unterstützung von Substanzen, um das überhaupt zulassen zu können. Könnte zum Beispiel eine Folge des AIDS-Traumas sein, wenn eben Sex und Tod so eng verknüpft sind. No, sicher nicht bei allen. Aber ich glaube schon, die PrEP hat da schon auch was verändert. Es ist noch spannend herauszufinden, was die Forschung da noch, was die da noch findet, wie es den schwulen Sex vielleicht auch verändert. In den nächsten Jahren noch oder jetzt schon verändert hat in den 2 Jahren. Oder 3 Jahren nicht schon fast. Genau. Noch mehr Diskriminierung und Trauma kommt jetzt. Minderheitenstress ist sozusagen das Thema, das jetzt noch dazu kommt. Diskriminierung innerhalb der Szene und Einsamkeit könnte man als männliche Einsamkeit vielleicht oder toxische Männlichkeit steckt da auch noch so ein bisschen dahinter. Das ist sozusagen alles Thema der nächsten Minderheitenstress. Schließt sozusagen direkt an dieses Diskriminierungsthema an. Dieses Modell vom Minderheitenstress geht davon aus, dass Diskriminierung, Vorurteile, Traumata der Community, also der schwulen Community zum Beispiel, und erwartete Diskriminierung zu Stress führen. Und zwar Stress, der permanent da ist. Und dieser permanente Stress führt dazu, dass es mehr psychische Erkrankungen gibt, die es ja auch bei LGBT nachweislich gibt, also Sucht, Depression, Angststörung, Suizid etc. Das alles findet man mehr und es ist sozusagen die These, dass Diskriminierung genau dazu führt und eben auch zu negativen Bildern von LGBTIQ. Also die negativen Bilder, die uns vorgelebt werden, dass wir gar keine Bilder haben, an denen wir unser So-Sein irgendwie abgleichen können, führt dazu, dass wir internalisierte Homo- und Transfeindlichkeit haben, was sozusagen das Modell ist, dafür, dass ich sozusagen, wenn ich zum Beispiel, vielleicht ist ein Beispiel am besten, also wenn ich als schwuler Mann von schwulen Männern sage, die sind alle nur auf Sex aus und alle total oberflächlich, dann könnte man das als internalisierte Homofeindlichkeit bezeichnen. Weil ich sozusagen die negativen Bilder von schwulen Männern internalisiere, also ich nehme die für mich an und glaube, dass schwule Männer so sind und sage dann damit natürlich auch etwas über mich selber. Die Lösung wird normalerweise angesehen, dass Antidiskriminierung, Empowerment da helfen könnte, aber das Seltsame ist, Empowerment heißt ja, wir helfen der Gruppe, sich besser zu fühlen. Also wir helfen den schwulen Männern, dass sie sich und ihre Community gut annehmen können und dass sie als Gruppe ein gemeinsames, tolles Leben führen können. Das Blöde ist nur, das steht dann in dem nächsten Satz, Gays and bisexual men talk about the gay community as a significant source of stress in their lives. Also schwule und bisexuelle Männer sprechen von der schwulen Community als einen großen Stressfaktor in ihrem Leben. Und warum ist das so?
da hat Michael Hobbs, der diese Epidemic of Gay Loneliness geschrieben hat, gefunden, dass es eine Diskriminierung innerhalb der Gruppe gibt. Also die gemobbten Kinder deiner Jugend sind erwachsen geworden und wurden selbst zum Mobber. Also wir haben alle irgendwie, wir wurden ausgelacht, weil wir schwul sind, und jetzt machen wir dasselbe mit innerhalb unserer Community. Und er sagt auch, dass es eben mit toxischer Männlichkeit zu tun hat. Das ist auch so eine Sau, die gerade durchs Dorf gejagt wird. Aber ich glaube schon, dass es mit Männlichkeit auch was zu tun haben könnte, eben weil wir Männer sind und Männlichkeit immer irgendwie verteidigt werden muss. Sie ist prekär, sie muss inszeniert werden, sie muss ständig, muss man irgendwie gegen andere Männer kämpfen und darf keine Gefühle zeigen und muss ganz stark sein. Und es ist alles super anstrengend und auch immer sehr prekär, und immer muss man noch stärker sein und noch mehr vertragen und noch ansaufen. Und das macht es natürlich nicht einfach, über Gefühle zu sprechen oder Bedürfnisse nach Kuscheln und Nähe irgendwie zuzulassen. Ne? Und das führt nicht gerade dazu, dass wir die Bedürfnisse, die wir haben, einfach ausleben können. So, was haben wir da noch? Online-Dating. Online-Dating hat hier eine... ist ein großes Thema bei Chemsex, weil es sozusagen die Art, wie wir miteinander, wie wir unsere Szene organisieren, völlig verändert hat. Also die ganzen Sexorte machen tendenziell zu, die Leute treffen sich nur noch im Privaten, die Orte, die es wird getrennt, was ist Sex, das findet online statt, findet im Privaten statt, und was findet in der Community statt? Da trifft man sich dann auf ein Bier oder zum Kartenspielen, zum Schach oder zum Singen. Aber eben nicht, es gibt diese Vermischung, die vorher in der schwulen Community, glaube ich, dann doch ziemlich einzigartig war. Wenn man sich die gesamte Gesellschaft anschaut, da nimmt sich das wieder zurück. Aber trotzdem ist der Sex immer noch wahnsinnig wichtig für schwule Männer. Und dann findet das natürlich alles im Privaten statt. Natürlich gibt es immer noch den MLC und Fetisch, und natürlich gibt es auch noch schwule Sexorte, aber es werden eben weniger. Aber was macht Online-Dating noch mit uns? Ich habe jetzt da oben mal ein paar hingeschrieben: Grindr, Scruff, Chill, Hornet, Planet Romeo, Bear Buddy. Aber es gibt sicher noch ein paar mehr, die interessant sind. Das Interessante, glaube ich, ist, dass es diese Instant Gratification, also diese Gratification, die sofortige Belohnung, danke Christopher. Also ich bekomme sozusagen immer ein Feedback, ne? Jemand setzt einen Tabs und findet mich heiß, ich bekomme Likes und so weiter und kann sozusagen meinen Wert abchecken. Also ich habe aber auch einen Druck, natürlich entsprechend auszusehen. Und es gibt diesen Druck, ich muss viel Sex haben, weil der Sex ja jederzeit verfügbar ist. Ich weiß ja, dass jetzt gerade hier um mich rum 700 Leute sind, die auch gerade Sex suchen, und deswegen muss ich ihn auch haben. Und er ist auch überall verfügbar, ist ja egal, wo in München ich jetzt gerade bin. Und diese Technologie prägt eben auch unser Verhalten. Man macht dann so ein Profil von sich und optimiert dann so seine Fotos und macht sich aber selbst natürlich auch zum Objekt und auch zum Ding, das bewertet wird, und macht sich selber sozusagen zur Ware. Was auch zu viel Abwertung führt, zu dick, zu schlank, zu haarig. Wer passt schon in das Idealbild, das uns aus den Magazinen immer anguckt oder aus der Werbung? Und das Problem ist, wenn ich diese Abwertung dann erfahre, ne, dass jemand sagt, nee, dein Schwanz ist nicht groß genug oder deine Haarfarbe stimmt nicht oder du machst nicht die richtige Sexpraktik, dann noch schlimmer, keine Asiaten, keine Dicken, keine Brillenträger. Also wenn es dann noch mit Rassismus oder Transfeindlichkeit zu tun hat. Mit dieser Abwertung bin ich dann aber völlig alleine. Wenn ich mir vorstelle, ich bin in einer Bar mit zwei Freunden und kriege da einen Korb von dem Typen, den ich an der Bar heiß finde, dann kann ich immer noch einen schönen Abend haben. Aber wenn ich alleine mit meiner App zu Hause sitze, dann muss ich alleine damit fertig werden. Und dann gehe ich zum Nächsten und hole mir die nächste Ablehnung vielleicht ab. Und die nächste, es dauert alles wahnsinnig lang.
Und was man tatsächlich zurückkriegt an Feedback, ist oft sehr gemischt und auch sehr frustrierend. Und deswegen finde ich diesen Satz, der ganz unten steht, sehr gut, den übersetze ich mal direkt. Die Apps sind fast perfekt darauf ausgelegt, unsere negativen Überzeugungen über uns selbst zu unterstreichen. Also man scrollt 2 Stunden lang durch Grindr, fühlt sich schon total miserabel, aber macht trotzdem noch weiter. Und das ist ja ein spannender Mechanismus, den man natürlich bei Social Media allgemein erlebt, aber eben auch bei diesen Dating-Apps vielleicht noch mal potenziert, noch mal stärker, weil es natürlich um uns, um so einen Kern von ich möchte begehrt werden, ich möchte geliebt werden, ich möchte wahrgenommen werden und ich möchte meine Sexualität irgendwie leben. Das sind ja sehr intime, sehr fragile Sachen vielleicht auch, ne? Und da fällt es dann, da tut es besonders weh. Natürlich auch, weil, wie wir vorhin gehört haben, dass das von anderen schwulen Männern kommt, die uns dann sagen, dass wir nicht genügen. Und dass es immer zu wenig ist, was wir vielleicht oder was ich dann in dem Moment hier zu bieten habe, sozusagen. Da sind wir wieder bei der wahren Form. Genau, also das macht, glaube ich, viel. Und natürlich ist es nicht überraschend, dass die ganzen Sexpartys, die Hangouts, die Chill-Sessions, wie man das dann auch jeweils nennt, die werden eben auch ganz viel über Grindr, Scruff und so weiter organisiert. Da lädt man sich dann jemanden ein, hast Bock und dann geht das flott. Und auch die Dealer sind da unterwegs und haben dann den Stoff auch schnell dabei. Das ist natürlich super, wenn man den Sex mit den Substanzen zugleich geliefert bekommt. Sicher nicht bei allen so, aber dann doch bei einigen. Und das und ich muss natürlich auch gar nicht mehr rausgehen aus dem Haus, um Sex zu bekommen, um Substanzen zu bekommen. Das ist wahnsinnig praktisch, aber führt natürlich auch dazu, dass ich sozial mich völlig zurückziehen kann, wenn ich es denn möchte. Und ich nichts begegnen muss, was dem irgendwie widerspricht, was ich da gerade mache. So. Und darf ich vielleicht eine Frage reinbringen? Mhm. Entschuldige, weil der Andreas hat gerade geschrieben, das passt jetzt gerade dazu, deswegen unterbreche ich dich. Er schreibt, am Arsch der Welt hat man gerade derzeit kaum eine Chance, ohne Online-Dating-App jemanden kennenzulernen. Und in Anführungszeichen kennenlernen ist dazu ja eigentlich kaum erwünscht, geht oft nur um den Akt. Genau, und das ist ja auch sozusagen einer der großen Probleme, die Corona-Krise jetzt nochmal gebracht hat, dass es sozusagen, es gibt noch weniger Orte, auch innerhalb Münchens natürlich jetzt, wo ich jemanden einfach so treffen kann. Das Einzige, wo ich jemanden treffen kann, ist online. Und dann hat es den reinen Fokus auf Sex. Und aber schwule Männer bestehen ja nicht nur aus Sex, aus Schwanz- und Samensträngen, so auf gut Deutsch, sondern eben aus sehr viel mehr. Und diese ganzen anderen Teile meiner Persönlichkeit können dann gar nicht oder nur sehr gering irgendwie überhaupt zur Geltung kommen. Und ich kann die nicht zeigen. Und ich glaube, da verhungert oder verkümmert dann auch ein Stück weit was. Das ist wirklich, und das ist natürlich dieser Fokus auf den Sex, der vielleicht auch mal in Frage gestellt werden könnte. Oder die Frage ist, welche Funktion hat Sex für mich? Und was darüber hinaus brauche ich aber eigentlich noch? Oder was versuche ich mir von dem Sex zu holen, was ich aber eigentlich, also kriege ich mit dem Sex alles, was ich haben will? Und dann haben wir immer die Frage, wo bekomme ich das denn jetzt gerade mit Corona vor allen Dingen? Genau, das ist sicher auch nochmal was für die Diskussion. Als nächstes oder als letztes tatsächlich habe ich hier noch Chemsex als Spezialwissen. Hier oben, Edgework. Ich finde das ein ganz spannendes Konstrukt. Und zwar ist das eine soziologische Variante. Und zwar geht derjenige, der Autor, Ford Hickson, davon aus, dass man das mit Aktivitäten wie Free-Solo-Klettern, also ohne Seil, ne? Oder Basejumpen zum Beispiel vergleichen kann. Das, was man hier so schön sieht, der springt gleich von diesem riesigen Hochhaus runter.
Und öffnet dann hoffentlich zur richtigen Zeit den Fallschirm, weil sonst ist er tot. Edge Work heißt ja an der Kante, also dieser Tanz auf dem Vulkan direkt an der Grenze zu sein, hat bestimmte Charakteristika sozusagen. Und zwar, dass man es freiwillig macht, man geht große Risiken ein, passt zu Camp 6 auch. Es gibt eine klare und gegenwärtige Gefahr. Zum Beispiel, wenn ich da runterspringe, könnte ich einfach mal sterben. Beim Camp 6 könnte man das auch sagen, ich kann abhängig werden, ich könnte auch sterben, ich kann, weiß ich nicht, ja, reicht ja eigentlich. Ne? Es gibt intensive Emotionen, Empfindungen und die Möglichkeit, besondere Fähigkeiten zu zeigen. Also intensive Emotionen, die habe ich sicher beim Fallschirmspringen oder beim Basejumpen auch. Und ich kann ganz besondere Fähigkeiten zeigen, also im richtigen Moment den Fallschirm öffnen, ist da vielleicht ganz eine sehr besondere Fähigkeit. Und natürlich muss ich das beim Camp 6 auch. Ich muss mich auskennen mit den Substanzen, ich muss verstehen, wie sie wirken. Es ist aber auch eine potenziell unkontrollierte, chaotische Situation. Also bis er seinen Fallschirm öffnet, hat er überhaupt keine Kontrolle über das, was da im Endeffekt passiert. Und das ist sozusagen immer kurz vor der Katastrophe, ohne aber in die Katastrophe zu kippen. Hoffentlich. Und das habe ich natürlich beim Camp 6 auch, wenn ich mir vorstelle, eine Sexparty mit ganz vielen Leuten, die kommen und gehen, wo alle total drauf sind, ist das eine total chaotische, unkontrollierbare Situation. Dann klappt noch einer zusammen und da wird trotzdem weitergemacht und so weiter und so weiter. Leute kümmern sich nicht. Es ist kann sehr durcheinander gehen. Es ist Spezialwissen notwendig und es gibt eine eingeschworene Gemeinschaft. Ich finde, dass es sehr viele Punkte hat, wo man das vergleichen kann auf eine Art oder wo es sozusagen Anknüpfungspunkte gibt. Und ich finde das Ausloten des eigenen Selbst und der Grenzen des körperlich Möglichen, das ist beim Campsex auf jeden Fall gegeben. Also vor allem die körperlichen Grenzen sexuell auszutesten, aber auch wie viel Substanz kann ich ertragen, wie lange kann ich wach bleiben, da geht man auf jeden Fall an die Grenzen des eigenen Körpers und zum Teil natürlich auch darüber hinaus. In dem Artikel kommt noch die These, dass vielleicht deswegen schwule Männer Chemsex als ihr Edgework nehmen, sozusagen als ihre Form von freiwilligen großen Risiken eingehen, weil sie eben bei anderen Aktivitäten, zum Beispiel beim Basejumpen, als schwule Männer tendenziell ausgeschlossen werden oder Angst haben, ausgeschlossen zu werden. Und was kennen schwule Männer? Worin können sie besonders gut sein? In Party und Sex. Deswegen finde ich diese Idee, das zu vergleichen, irgendwie, ich finde, das erzählt einem viel. Oder es kann für manche vielleicht auch erhellend sein. So, jetzt haben wir einen wilden Ritt. Ich würde noch mal kurz auf diese These, die ich am Anfang hatte, dass wir eben das nehmen, was wir kennen, um unsere Welt zu gestalten und unsere Probleme zu lösen oder auch um unsere Bedürfnisse zu erfüllen, also diese hier. Die Frage ist immer so ein bisschen, wie können wir unsere Bedürfnisse vielleicht anders erfüllen? Woran fehlt es auch in der Community, in der Gesellschaft? Also das ist einmal die Große, einmal das Kleine. Aber was müssen wir vielleicht als Einzelne auch lernen? Und auch spannend, was sind die produktiven Teile von Campsex? Also dieses Experimentierfreude und auch ein Risiko eingehen und was Neues über sich selber lernen. Das ist ja der Grund, warum viele Leute überhaupt Substanzen anfangen zu nehmen, weil sie einen anderen Blick auf Realität, auf sich selber oder auf das, was sie erleben, bekommen möchten. Und was ist überhaupt der richtige Umgang mit Campsex, sollte sich wahrscheinlich jeder Einzelne auch fragen. Für mich gibt es eine Stay-Home-Message hier, die würde ich jetzt kurz anbringen wollen. Das Wichtigste für mich ist, die Bedürfnisse der Leute, die das machen, erstmal ernst zu nehmen und auch sich selber, wenn ich das mache, ernst nehmen. Also mein Bedürfnis nach Nähe, nach Intimität, nach Beziehung, nach Verbindung, nach Gemeinschaft, nach Sex. Das sind Grundbedürfnisse, die sind total menschlich und die sind auch total valide und völlig in Ordnung, die zu haben.
Ich glaube, es ist total wichtig, sexpositiv zu bleiben, also Sexualität nicht zu verdammen, nur weil sie vielleicht in eine Ausprägung kommt, die einem jetzt nicht unbedingt zusagt oder so, oder weil ich vielleicht denken könnte, dass die über das hinausgeht, was normal ist, was auch immer das heißen mag. Safer Use und Tests auf HIV und STIs nutzen, finde ich ganz wichtig, um auch gesund zu bleiben. Ich habe hier diese Safer Use Kits, da ist natürlich auch das Foto hier nochmal zu sehen. Da gibt es drei verschiedene. Das sind Safer Use Kits, die sozusagen alles bieten, was man braucht für den Konsum. Und was ich noch am allerwichtigsten finde, deswegen habe ich es fett und kursiv gemacht, zuhören, nach Gründen fragen und zuhören. Und erstmal vielleicht nicht zu viel antworten, sondern wirklich fragen, was die Leute davon haben und warum sie es machen und einfach nicht gleich mit einfachen Lösungen kommen oder mit vielleicht auch sehr gut gemeinten Tipps und Ratschlägen, sondern sich da auch erstmal zurückzuhalten, kann wahrscheinlich nicht schaden, damit die Leute nicht gleich das Gefühl haben, damit weggestoßen zu werden, weil natürlich sind Sex und Substanzen, Drogen immer noch Tabuthemen in unserer Gesellschaft, da muss man sich nichts vormachen und auch in der schwulen Community haben nicht alle damit so einen easy, lockeren Umgang und können da einfach drüber reden, deswegen glaube ich, ist das ganz wichtig, da auch, wenn sich jemand öffnet und da was von sich zeigen möchte und preisgibt, da auch dann erstmal das überhaupt wertzuschätzen. Genau, das sozusagen als Allgemeines. Welche Unterstützungsangebote gibt es? Natürlich gibt es meine Chemsex-Beratung im SUB, kostenlos, anonym, für Reflexion und Veränderung, also ganz allgemein und natürlich für ganz Oberbayern. Dann gibt es Gruppenangebote, es gibt eine Post-Chemsex-Gruppe und eine Chemsex-Control-Gruppe. Die eine ist für Leute, die abstinent sein wollen, die andere ist für Leute, die kontrolliert konsumieren wollen oder ihren Konsum unter Kontrolle bekommen wollen. Es gibt eine Chemsex-Ambulanz, die ist in der Psychiatrie. Dann gibt es eine Chemsex-Hotline von der Münchner AIDS-Hilfe. Und es gibt für die Krisen, also da ist der Flyer rechts von der vom Krisendienst der Psychiatrie, da kann man 24 Stunden lang anrufen. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen bei akuten Krisen, also Paranoia oder so und so weiter. Einfach anrufen, die helfen einem weiter. Und natürlich, dahin kann ich natürlich auch vermitteln, in die Suchttherapie, ambulant oder stationär, die ist abstinenzorientiert, wird finanziert, wenn jemand abhängig ist. Aber das ist ein längerer Prozess, da kann man in der Beratung auch drüber sprechen, das ist nicht der erste Schritt, sagen wir es mal so. Und jetzt habe ich wahnsinnig viel geredet, aber ich habe noch ein Zitat von David Stewart, der den Begriff Chemsex geprägt hat. Das kommt jetzt hier, ich lese es einmal vor. Trotz der Kontroverse ist Chemsex ziemlich einfach. Wir müssen forschen und auf die Gesundheitsbedürfnisse einer verletzlichen Gruppe eingehen, die Chemsex hat, und einen wohlwollenden, von der Gemeinschaft geführten Austausch über die zugrunde liegenden Motivationen beginnen. Ich glaube, das ist, genau, es ist sozusagen diese Kontroverse, ist eben diese Verbindung von Sexualität und Substanzen, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, eben die Bedürfnisse der Leute im Blick zu haben und die Verletzlichkeit der Leute auch zu sehen, also mit den Traumata, die vielleicht da sind, mit den Diskriminierungen, die sie erfahren, mit der Veränderung der Community, die da ist und diese Community dann aber auch mitzunehmen, eben von der Gemeinschaft geführter Austausch und eben über das, warum machen die Leute das? Welche Bedürfnisse haben sie? Welche Motivation haben sie, das zu machen? Und die Leute haben normalerweise ziemlich gute Gründe dafür, Substanzen zu nehmen. Meine Erfahrung. Genau. Das war meine Stunde. Danke für die Aufmerksamkeit und bei Fragen gerne melden. Und jetzt natürlich auch noch im Chat. Und jetzt rede ich, glaube ich, noch kurz mit Christopher darüber. Ja. Sehr gerne, aber erstmal natürlich einen dünnen
pandemiekonformen Applaus. Vielen Dank. Es ist natürlich schade, eigentlich müsste man vielleicht wirklich so eine ein Applausband mal, uns mal zulegen, damit das vom Sound her unsere Dankbarkeit dann auch klingend rüberkommt. Aber vielen Dank, das war wirklich ein Parforce-Ritt durch spannende Themen, durch die Psychodynamik und Soziodynamik von Chemsex, sehr viel über auch über LGBTIQ, die verletzliche Gruppe, da möchte ich mit dir sicherlich noch ein bisschen drüber sprechen. Über andere Themen vielleicht auch ein bisschen Zeit wollen wir uns schon noch nehmen. Aber ich möchte vielleicht noch mit einer Frage von unseren Zuseherinnen ganz kurz einsteigen, nämlich von der Jenny, die eine einfache Frage hat, aber da haben wir vielleicht noch gar nicht so viel gehört, nämlich sind es eher jüngere oder ältere Konsumenten? Das heißt, wie ist denn die Soziografie von den Konsumentinnen oder Konsumenten? Das ist tatsächlich eine ganz spannende Sache, das habe ich gar nicht gesagt, bestimmt. Die meisten sind tatsächlich älter, also zwischen 30 und 50, würde ich mal sagen. Und es gibt natürlich auch Leute mit 18, die das machen, und Leute mit 70. Also da muss man sich nichts vormachen, aber im Mittel würde ich sagen zwischen 30 und 50. Die meisten haben Arbeit und sind auch oft überdurchschnittlich gebildet. Das haben die Studien ergeben. Das Level derer, die da irgendwie Gymnasial- und Hochschulabschluss haben, ist überdurchschnittlich repräsentiert. Man weiß aber nicht wirklich, warum das so ist. Ich fand das mit der verletzlichen Gruppe sehr einleuchtend. Ich habe auch verstanden, dass eben für die Gruppe, über die wir reden, also insbesondere natürlich der Kern, schwule Männer und andere Männer, die Sex mit Männern haben, dass Chemsex etwas sehr Unterstützendes hat, aber auch etwas, sagen wir mal, etwas, was wie so ein Reparaturmechanismus funktioniert, was also sozusagen es gibt Defizite und da ist Chemsex auch funktional, um das sozusagen zu beheben. Ein Stichwort habe ich aber so ein bisschen vermisst, nämlich das der Leistung. Ich meine, wir leben ja nicht im luftleeren Raum, sondern wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft. Und jetzt bin ich Mitglied einer Gruppe, die sich, und das spüre ich oft natürlich auch bei mir, aber auch bei Klienten, an bestimmten Punkten schon auch durch eine gewisse Verletzlichkeit kennzeichnet. Und ich will aber als Kerl in dieser Leistungsgesellschaft schon gut funktionieren. Und da kommen mir so Substanzen, die so ein bisschen aufpeitschend sind, wie zum Beispiel Crystal, kommen wir doch eigentlich gerade recht, oder? Um den Leistungsanspruch der Gesellschaft zu erfüllen. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen aufputschend. Ja klar, das ist ja das Schöne, dass ich, wenn ich, nachdem ich eine, vielleicht erklärt das auch die Tatsache, dass da so relativ viele Leistungsträger dabei sind, das sind ja dann oft besser ausgebildete Leute, erklärt genau das, nämlich, dass da Leute sind, die im Job schon wahnsinnig gut performen, wie man so schön neudeutsch sagt, und dann am Wochenende performen die noch besser und knallen dann nochmal sozusagen 3 Tage, performen sie nochmal sexuell richtig, richtig gut. Und da kann man kann dann nicht sozusagen nur Standardsex abliefern oder sagen, du, ich bin zu fertig, um jetzt noch Sex zu haben, nachdem ich die ganze Woche 70 Stunden gearbeitet habe. Das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da Zusammenhang gibt. Tendenziell hat ja Substanzgebrauch insgesamt auch oft was mit einem Ungleichgewicht zu tun von verschiedenen Lebensbereichen. Das ist ja ganz allgemein so, dass nicht umsonst in der Suchttherapie oder in der Beratung auch oft darum geht, okay, wie kann ich so ein bisschen mein Leben ins Gleichgewicht bringen, welche Teile haben wie viel Raum, wie viel Zeit habe ich für Familie, wie viel für Freunde, wie viel für Arbeit, wie viel für Sport, für mich selber, für meinen Körper, für meine geistige Gesundheit etc. Das ist oft ein Thema, weil das eben oft vielleicht auch erst durch die Substanzen aus dem Gleichgewicht gerät, aber eben auch schon vorher oft aus dem Gleichgewicht war. Eine
interessante Geschichte fand ich auch das, was relativ am Schluss da war, das Thema, das Stichwort Edgework, das war die Folie mit dem Bassjumper, das heißt, dass es etwa auch um den Kick ging, um etwas, was sozusagen eine Bedeutung vielleicht auch macht. Ich erinnerte mich daran, dass es Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre eine psychoanalytische Theorie oder Diskussion gab zum Thema HIV und riskante Sexualität, nämlich das Stichwort Angstlust. Das ist das Eingehen von Risiken in Zeichen von AIDS auch sozusagen was mit dieser Angstlust zu tun hatte. Das ist das gleiche Konzept wie Achterbahnfahren beispielsweise. Jetzt fand ich es dann interessant, dass die Leute, die Chemsex machen, in der Regel fast alle entweder positiv sind oder die PrEP nehmen. Das heißt, dass die von HIV, das ist genau der Teil der Schwulen sind, die von HIV eben nicht mehr betroffen sind, die dann sozusagen diesen Kick durch die Drogen suchen. Das heißt, ist es vielleicht eine Generation, 30 bis 50, die aufgewachsen ist und konditioniert wurde, eben diese Angstlust beim Sex zu empfinden, diese Sex sozusagen unter einer Bedrohung zu haben, jetzt diese Bedrohung nicht mehr haben, weil sie entweder die PrEP nehmen oder selbst positiv sind. Und dann das als zusätzlichen Kick dann sozusagen bei der Sexualität suchen. Macht das irgendwie Sinn für dich? Ja, also ganz, ganz platt gesprochen, ja, für manche spielt das sicher eine Rolle, also das HIV-Thema, aber das ist sehr unterschiedlich, wie sehr das ausgeprägt ist. Natürlich, man darf auch nicht vergessen, dass die Substanzen den Sex natürlich auch massiv verändern und dass da auch Dinge zum Vorschein kommen, die Leute dann auch selber erstmal gar nicht verstehen, warum sie das jetzt zum Beispiel dann so machen oder so, ne? Oder so eine Sexualität dann, wo es dann ganz schwierig ist eben zu trennen, okay, was mache ich das jetzt wegen der Substanz oder nehme ich die Substanz, um das zu machen oder ist das das Gleiche und wie komme ich da noch irgendwo hin? Mhm. Und ich glaube, HIV und AIDS sind immer so, das ist so eine Art, wie so ein Filter, der so drüber gelegt ist, irgendwie glaube ich nicht, dass wir da so gut schon drüber nachgedacht haben als Community, wie weit uns das schon noch geprägt hat tatsächlich und unsere Sexualität. Ja, aber ich fand das jetzt, also wenn man das jetzt so, deine Zusammenfassung halt so hört, da waren so Punkte dabei, wie beispielsweise, was ich auch interessant fand, in den USA hattest du zitiert, ist Crystal eines der größten Infektionsrisiken für HIV. Mhm. Bei uns ist es das überhaupt nicht, weil bei uns besteht sozusagen die Community, die Crystal benutzt, aus in der Regel, das zeigen ja relativ viele Untersuchungen, eben aus Leuten, die gut behandelt HIV-positiv sind oder die PrEP nehmen. Das heißt eben, die durch eine HIV-Infektion eben nicht mehr betroffen sind. Da liegt ja ein sehr großer Unterschied drin. Ich glaube, also das finde ich, also da ist sicherlich nur etwas, was wir vielleicht auch besser verstehen können müssten. Nee, es sind ja nicht alle HIV-positiv, die Chemsex machen oder die Crystal nehmen und auch nicht alle auf PrEP. Es gibt sicher einige, die sich beim Chemsex dann auch infizieren. Also da, weil man eben auf diese ganzen Vorsichtsnahmen auf gut Deutsch scheißt, wenn man das genommen hat. Ja. Und da, also ich glaube, das ist dann so überwältigend, da spielen diese Vorsichtsmaßnahmen dann keine Rolle mehr. Oder wie sehr man sich gedacht hat, dass man jetzt irgendwie ein Kondom verwendet oder so. Das ist dann weggespült, glaube ich. Mhm. Jetzt bist du ja an einer Stelle, die sich das Thema, also beruflich das Thema Chemsex annimmt, und da spielt ja auch das Thema Prävention eine Rolle. Wie tarierst du das für dich aus? Auf der einen Seite will man den Leuten ja keine Angst machen, weil man will ja auch Respekt haben davor, dass es ja eine eigenständige Entscheidung, eine eigenständige lustfördernde Entscheidung ist, und wir wollen ja sozusagen auch eine gelingende Sexualität von Leuten unterstützen. Auf der anderen Seite gibt es nun in der Tat relevante Risiken, die im Chemsex liegen. Einige hast du ja davon schon auch referiert. Wo ist jetzt da für dich sozusagen die Balance-Linie zwischen diesen zwei Geschichten, zwischen diesem Respekt vor der
eigenständigen, lustvollen Entscheidung und dem Wunsch, dass die Leute trotzdem eine möglichst sichere und folgenarme Konsequenz durch ihren Chemsex-Konsum haben. Ich hab da ehrlich gesagt überhaupt keine Probleme damit, weil ich denke mir, das muss ja nicht für mich passen, sondern für denjenigen, den ich da berate. Und wenn er sagt, das Risiko will ich eingehen, also ich will den Leuten halt gerne helfen, dazu sagen, eine bewusste Entscheidung einzugehen und dann auch die Konsequenzen dann zu tragen und das, die Verantwortung für ihre Entscheidung dann auch irgendwie zu übernehmen, was sie da machen und das eben ehrlich zu reflektieren. Und da versuche ich irgendwie zu unterstützen. Und wenn das dann heißt, dass sie weiter konsumieren oder so, finde ich das auch völlig in Ordnung. Da bin ich nicht leidenschaftslos, aber ich glaube, wenn ich mich dann selber da involviere, dann mache ich mich unglücklich und renne irgendwelchen Leuten hinterher und dann kriegt man so einen Retterkomplex, der, glaube ich, in der sozialen Arbeit überhaupt nichts zu tun hat. Ich finde es auch gut. Ich denke da zum Beispiel an so Kampagnen, die ja in Zeitungen, auch gerade in den USA dann auch gelaufen sind, wo du sehr verwüstet aussehende Chems, also Crystal User, mit furchtbarem Zahnstatus dann gezeigt hast und durch den Text suggeriert hast, wartet nur ab, so werdet ihr bald ausschauen, wenn ihr Crystal weiternehmt. Das ist ja sozusagen eine klassische Präventionsstrategie, die mit Angst arbeitet. Etwas, was, glaube ich, deine Stelle in der Form nie so machen würde. Nee, deswegen haben wir es ja auch Support für sexualisierten Substanzgebrauch genannt und nicht Support gegen sexualisierten oder irgend sowas, sondern eben auch für Leute, die es machen wollen, aber auch natürlich für Leute, die damit aufhören wollen. Ich glaube, es hat viele Risiken, aber die Leute machen es aus guten Gründen, die vielleicht nicht für alle immer nachvollziehbar sind, vielleicht weil auch nicht für jeden Sexualität denselben Stellenwert hat oder so. Aber ich glaube, ich will die Leute eben ernst nehmen in dem, was sie machen und in dem, wie sie leben wollen und mit dem, was sie erlebt haben auch. Und ich glaube, ich kann ihnen ja auch nicht helfen, wenn ich ihnen das irgendwie abspreche. So, was soll das? Könnte ich mich ja selber nicht mehr ernst nehmen. Ein Game, Jade, also ich meine, über Substanzen, auch sexualisierte Substanzen in der schwulen Szene, das ist ja insofern ja nichts Neues. Das gibt es ja schon, gab es in den 60er, 70er, 80er Jahren. Die Substanzen haben dann vielleicht geändert, aber die Kombination aus Sex und Substanz in der schwulen Community ist ja altbekannt. Der Game Changer war, glaube ich, bei Chemsex einfach der Schritt, dass Schwule dann angefangen haben, in relevanter Anzahl zu slammen, also sich die Substanzen intravenös zu verabreichen. Was war das sozusagen für einen Schritt in der Drogenarbeit in der schwulen Szene genau? War das der entscheidende Schritt, dass man gesagt hat, okay, jetzt lohnt es sich, dass man die Drogenarbeit in der schwulen Szene auf andere Füße stellt? Und da musst du den Geldgeber fragen. oder die Geldgeberin, der Bezirk. Den Geldgeber, der Bezirk zahlt die Stelle. Aber es war so ein bisschen, das Problem war ja aus struktureller Sicht, dass die Suchthilfe keine Ahnung von Sex hat und die AIDS-Hilfen oder die Schwulenberatungsstellen keine Ahnung von Sucht haben. Und dann kamen die Leute bei dem einen mit dem einen Thema nicht an. Also, ne, ich gehe zur Drogenberatung und rede von meinem Sex und die schauen mich so an. Und dann gehe ich in die Schwulenberatung und die rede von den Substanzen und die machen Und dann sind die Leute sehr enttäuscht und finden niemanden, mit dem sie darüber sprechen können und der das auch irgendwie ein Stück weit nachvollziehen kann und vielleicht auch Hilfestellung geben kann. Genau, und deswegen, das war dann die Überlegung, okay, braucht es halt ein eigenes Angebot. Meine Güte, machen wir eins. So, hat ja auch ein Weilchen gedauert, bis man das jetzt finanziert bekommen hat, aber umso schöner, dass es das gibt. So. Mhm. Genau, ich glaube, es gibt deutschlandweit wenige Stellen, die sich rein auf Chemsex tatsächlich beziehen, wenn überhaupt. Ja.
Gibt auch, glaube ich, um das auch nochmal zu erwähnen, gibt auch, glaube ich, wenige Orte, wo du sozusagen eine ganz spezialisierte Behandlung und einen Entzug von Chemsex haben kannst. Da gibt es, glaube ich, bei Köln eine Klinik. Magst du da vielleicht noch einen Satz sagen? Ah ja, also das ist dann eine Therapie, eine Suchttherapie. Die Salus-Klinik in Hürth hat sich da spezialisiert, in dem Sinne, dass sie eben speziell Gruppen anbietet, dann in der Entwöhnungstherapie, so heißt das, für Chemsex-User. Da sind dann auch schon einige hingegangen. Genau, dann gibt es noch Schloss Eichelsdorf, die machen das auch. Aber die sind natürlich auch alle noch am Gucken, was da funktioniert und was die Bedürfnisse sind. Man merkt halt so, es wird so ein bisschen mehr, so nach und nach. Warum es jetzt gerade so groß wird, das ist immer so ein bisschen die Frage. Ich glaube, es hat viel mit den Substanzen zu tun, die halt sehr günstig sind und sehr, sehr viel verbreitet sind, aber eben auch mit diesen Sachen wie diesen Veränderungen in der Szene und dem Online-Dating und so. Und wie man eben diese ganzen Themen sozusagen irgendwie bearbeitet. Ne? Das ist also die Frage oft ist dann ja, wie kann ich zu einer Sexualität zurückfinden? Als schwuler Mann nach dem Chemsex ist dann für viele eine große Frage. Und da ist dann auch immer so, oh Gott, was ist normale Sexualität und wo und wie soll die aussehen? Und dann aber auch immer die Frage, wie lerne ich denn jetzt Männer kennen? Wenn ich auf Grindr gehe, dann spricht mich mein Dealer wieder an und so. Also es gibt dann wirklich viele, viele Dinge, die es auch erschweren, da wieder zurückzufinden. Und natürlich sind die Substanzen auch überall. Also die finde ich, genau, also sie begegnen einem eben überall und der Sex begegnet einem auch überall, was natürlich auch für viele Männer dann ein Trigger ist, wieder zu konsumieren und es nicht unbedingt einfach macht, dann abstinent zu bleiben. Und man will ja auch nicht, dass die Leute von Sex abstinent sind, sondern sie sollen ja ihre Sexualität lustvoll ausleben können. Ja, mit dem Blick in die Kommentare kann ich übrigens auch sagen, dass es da einiges an Dank an dich gibt für den tollen Vortrag und gerade auch für das Aufzeigen von diesen komplizierten Zusammenhängen und dass es sehr differenziert war. Aber das zeigt ja eigentlich, wie wichtig es ist, dass es eine eigene Stelle gibt, die halt einfach genau diese Komplexität im Griff hat und die versteht, was da passiert. Und neben dem Dank fragt sie dann auch noch, ob denn aktuell eine konkrete Forschung zum Thema Chemsex passiert. Es gibt an der LMU von die Chemsex-Ambulanz, die ich schon erwähnt habe, die haben, glaube ich, unter sexstudie.com haben sie eine Studie, wo man mitmachen kann. Genau, da werden Chemsex-User befragt. Es gibt auch noch eine von der Charité gibt es was und von dem Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg gibt es auch noch was, das UKE. Da sind so verschiedene Player gerade so auch wirklich viel am Forschen, halt oft in den Großstädten natürlich. Und unsere Selbsthilfegruppe hier zum Beispiel, die Quaps-Gruppe, die ein Programm ausprobiert, das von der Deutschen AIDS-Hilfe entwickelt wurde. Das wird auch beforscht tatsächlich, also die kriegen Interviews und Fragebögen und so weiter. Das ist so ein Pilotprojekt, das ist sehr spannend und das wird vom Bundesministerium für Gesundheit jetzt evaluiert und dann guckt man, ob das so ein Best-Practice-Beispiel sein könnte, um den Menschen eben was Spezifisches für Chemsex-User eben anbieten zu können. Und ich bin sehr gespannt, was da noch so rauskommt. Auch die EMIS 2017-Daten, ich meine, das ist schon 4 Jahre her, aber das ist ein riesiger Datensatz, da kommt sicher auch noch ein bisschen was raus, wenn da mal wieder was veröffentlicht wird. Ja, also wir dürfen gespannt sein. Andreas schreibt auch gerade noch, dass er zwar keine besonderen Erfahrungen mit Drogen hat, aber seiner Meinung nach die krasseste Droge ein begehrenswerter Mann ist. Das heißt, die Spielarten von Sexualität sind mannigfaltig, so oder so. An der Stelle, glaube ich, werden wir das Geheimnis nicht letztendlich ergründen und entschlüsseln können, auch wenn die Droge uns sicherlich manche Wahrheiten eröffnet, die Nüchternheit uns verschließt, müssen wir doch einfach sagen, dass das Ganze immer noch ein großes Mysterium bleibt. Wir finden es aber spannend, dass es eine so spezialisierte Stelle gibt, wie die Chemsex-Fachstelle im Sub. Alle, die ein Thema mit dem Thema haben, die
Rat suchend sind, die sich informieren wollen, kann ich nur raten, dass sie sich an den Jan wenden, per Mail, per Telefon, schaut auf die Homepage vom SUB. Ja, ich danke dir sehr. Es war ein spannender, interessanter Abend. Und ja, ich hoffe, dass viele den Stream sich noch anschauen. Ich danke euch für euer Interesse und für eure Kommentare. Und das war der letzte Abend in der 8. Staffel der Männerakademie. Wir werden jetzt die kleine Sommerpause dazu nutzen, uns für euch spannende neue Themen für einen hoffentlich stattfindenden 9. Semester zu überlegen. Bleibt uns gewogen, bleibt dran. Wir werden alles auf der Homepage vom SUB veröffentlichen. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal auch hier im SUB wieder live sehen werden, dass wir gemeinsam an der Theke stehen können, ein Getränk trinken können, dass wir wieder Gruppen haben werden, dass wir wieder ein buntes Leben haben werden. Das wird alles wieder kommen. Bis dahin wünsche ich euch einfach gutes Durchhaltevermögen. Bleibt gesund und ich möchte nicht versäumen, euch noch auf den Freitag auf den Videopodcast von den Homos von nebenan darauf hinzuweisen. Und mit dem kleinen Werbeblock werden wir enden. Im Herbst wird es die neue Männerakademie geben. Habt einen schönen Sommer und kommt gut und gesund durch einen wunderbaren sonnigen Sommer. Bis dann. Tschüss.